Hallo, es ist Karfreitag und wir befinden uns in der Eipeldauer Straße auf der Sportanlage und die Junior Tigers trainieren hier ganz normal. Wie geht das eigentlich, wenn Lockdown ist und Ausgangssperre? Ja, wir sind Spitzensport und wir zeigen euch jetzt ganz kurz, was da rundherum noch mitspielt, dass wir trotzdem auf den Trainingsplatz dürfen und unser Training Vollgas durchziehen. Unser Verband AFPÖ hat gemeinsam mit dem Sportministerium den Nachwuchs für American Football als Spitzensport anerkannt. Dazu benötige ich aber das große Präventionskonzept, das wir nach Vorlage von unserem Verband und mit Dr. Fiala ausgearbeitet haben. Dazu ist einmal notwendig, dass alle Spieler, Trainer und Betreuer regelmäßig testen gehen, entweder Teststraße, in einer Apotheke oder in sonstigen offiziellen Stellen, wo man auch eine Bestätigung bekommt. Dann ist täglich ein Gesundheitstagebuch zu führen, wo aufgezeichnet wird, wie es einem gesundheitlich gerade geht und ob man Fieber hat oder nicht. Weiters wird bei jedem Training vor Beginn ein Check durchgeführt. Auf der Trainingsanlage ist Maskenpflicht, ausgenommen bei der Ausübung des Sports. Hier können die Masken weggelassen werden. Und mit diesem Konzept können unsere Jüngsten bis zur U18 gemeinsam trainieren und sich vorbereiten auf die ersten geplanten Spiele für Juni 2021. Auch kann man aktuell bei den Sportvereinen, die Spitzensport sind, einsteigen. Wer sich interessiert, American Football einmal auszuprobieren, meldet sich bei uns und er bekommt von uns eine schriftliche Einladung mit den Rahmenbedingungen. Los geht's!